Du hast es also geschafft. Ich gebe zu, ich hatte Zweifel, dass es dir wirklich gelingt. Ich sag's nicht noch einmal. Und ich spreche nicht mit dir. Es ist Zeit. Zeit wofür? Jim. Hä? Tut mir leid. Es ging nicht anders. Her mit meiner Tochter. Alter! Dad! Bob. Hä? Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Was machst du da? Ruf den Transporter. Wir verschwinden. Ja, Sir. Es ist an der Zeit, dass die Menschen von Gotham erkennen, wer ihr Retter wirklich ist. Ein Mann. Nur ein Mann. Hoffnungslos. Verraten von seinen Freunden. Vor Angst gelähmt. Lass sie gehen. Ihr beide habt noch eure Rollen zu spielen. Wir hatten eine Abmachung. Nachdem ich ihre größte Angst erkannt hatte, waren sie leicht zu kontrollieren. Sie geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand. Sie müssen sie beschützen. Doch tief verborgen liegt die Gewissheit, eines Tages zu scheitern. Dank dieser Angst gehören sie mir. Überlegen Sie Ihren nächsten Schritt sehr gut, Commissioner. Ihr Leben hängt davon ab. Alter! Nein! Bist du krank? Dachten Sie, ich will seinen Tod? Dachten Sie, das würde Ihre Tochter retten? Wissen Sie, was geschieht, wenn man sich weigert, sich von seinen Ängsten kontrollieren zu lassen? Sie werden wahr. Nein, nimm mich, bitte. Sie willst du doch gar nicht. Nimm mich. Boah, sieht das schlimm aus. Du machst mir keine Angst. Bäh, bist du eklig. Angst ist nur natürlich. Geile Grafik auf jeden Fall. Boah. Batman, du bist an der Reihe. War ja klar, war ja klar. Der Retter. Boah, der ist ja voll auf den Rücken geknallt. Alter Schwede, du. Ich dachte, du bist tot. Jim wusste, was er tat. Da! Wo bringen sie ihn hin? Ey, ich hab keinen Panzer mehr. Scheiße. Du Scheiße, ich hab keinen Panzer mehr, Mann. Wo ist das Batmobil? Verstört. Keine Sorge, Lucius hat einen Ersatz. Echt? Dann her damit. Da kommt er. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Und ist der Ersatz ein bisschen aufgetünter oder ist es der gleiche? Diverse Verbesserungen. Er hat eine Twin Retter abgeschossen. Komm, arbeite mal für mich. So. Batman überschreibt die Steuerungsprotokolle. Bam! Von irgendwo kommt jetzt was geflogen. Da, von da. Und die arbeiten schön für mich. Die ich da gehackt habe. Ey, lass die in Ruhe. Drohne bezieht Position an der Flanke. Batman hat ein Diamond Bag ausgeschaltet. So. Scheiße, was ist denn das jetzt da? Komm mal her. Komm mal her, du blöde Affe. So schwer sind die nicht gerade, aber...
das ist halt, das Schwierige ist halt, dass sie überall sind und zu viele. Da fliegt jetzt wieder. Arbeit mal für mich, komm. Ey, war kurz davor. So, jetzt gehörst du mir. Wow. So, auf hinter dir. Ja, genau da. Die letzte Rakete. So, Batman, jetzt komm mal her. Da muss ich jetzt einmal rüber? Ist doch scheißegal, oder nicht? Mann. Scarecrow wird ihn töten, oder? Nicht, wenn er durch ihn zu mir kommen kann. Oh, wie ritterlich. Erinnerst du dich, wie du mich so getragen hast? Ich nicht. Ich war tot. Ich war tot. Du kannst vom Revier aus arbeiten. Wir finden deinen Vater. Also sie soll auf jeden Fall wieder für mich arbeiten. Barbara, Scarecrow hat mich manipuliert. Ich sah dich sterben. Das war das Gas, Bruce. Mach dir keine Sorgen um uns. Du bist nicht verantwortlich. Wir kämpfen mit dir, nicht für dich, okay? Gut, dass du wieder da bist. Nur... Wer schießt da jetzt? Sag mal, seid ihr lebensmüde? In einem Panzer. Was ist mit Gordon? Scarecrow hat ihn gefangen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir werden ihn befreien. Ach du Scheiße, was war das? Wir haben die Details zu Batmans Wagen. Der ist Geschichte. Die sind veraltet. Die Dinge, mit denen wir nichts wussten. Was ist das verdammt hier? Nein. Ich darf sie jetzt nicht alleine im Wagen lassen. Hier, Gani. Ich habe die Unterstützung für die Panzerwagen geleitet. Das hat man gesehen. Nicht aus der Nähe, ich kenne So, sind gleich da, Barbara. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich dachte aber wirklich, dass wir sie verloren haben. Also, ihr habt mich schön verarscht. Ihr habt mich schön verarscht, Rocksteady. Ich dachte echt, die ist gestorben. Komm her, Kleine. Wo ist Tim? Ist er okay? Er ist noch im Filmstudio. Es geht ihm gut. Stimmt. Barbara, schön, dich zu sehen. Hallo, Aaron. Ist eine Weile her. Barbara unterstützt uns von hier aus. Wie du meinst. Sie arbeitet jetzt für dich? Teufel, was sag ich denn da? Tun wir doch alle, oder? Naja, wir arbeiten zusammen. Keine Arbeit für mich. Okay, mal sehen. Zuerst stellen wir eine Verbindung zum Uhrenturm her. Die brauchen echt neue Computer. Okay, sind drin. Mist, Scarecrow's Männer sind schon da. Die wollen den Serverraum ausschalten. Kopier die Daten vom Zentralrechner. Geht nicht. Die Miliz blockiert unseren Zugang. Die Verbindung ist weg. Wir brauchen die Daten. Nur so finden wir meinen Dad. Ich kümmere mich drum. Du kannst da nicht hin. Sie warten schon auf dich. Das hoffe ich doch. Geil. Hey, du blöder Wichser. Hast du Durst? All die Jahre. Und ich habe immer noch eine Schwäche für die kleine Barbara Gordon. Zum Glück sitzt meine nicht genau zwischen den Brustwirbeln. Du hast es geschafft. Als du mich von meinem Schiff holtest, dachte ich, du würdest mich retten und nicht fesseln und in eine Zelle werfen. Du bist noch viel verblendeter, als ich dachte, Stag. Und das von dir, Batman, das von dir. Ist doch nicht mehr ganz dicht, oder? Früher oder später wird dieser verblendete Verrückte sich eingestehen müssen, dass sein Reichtum es ihm nicht erlaubt, zu tun und zu lassen, was er will. Firefly, mit dem haben wir auch noch nicht geredet. Es ist aus, Lenz.
Du kannst das nicht aufhalten, Batman. Das Feuer wird Gotham verschlingen. Die Gebäude, die Leute, sie werden alle zu Asche zerfallen. Der einzige Platz für dich ist hinter Gittern. Wo auch immer du mich einsperrst, Batman. Ganz gleich, wie dick die Mauern sind oder wie dunkel die Zellen. Es bleibt immer eine Chance. Ein Flackern, ein Funke. Mehr brauche ich nicht. Oh Mann. Sieh mal, Garfield. Nur Kranke. Das ist ja ganz prima. Aber wie wär's mit Säure, Elektrizität, Zangen? Richtig geil, aber die ganzen Charaktere von Batman. Alle nochmal schön zu sehen. Firefly, Pinguin. Das sind ja richtige Klassiker. Was sagt der? Dieser Ort passt zu dir, Cobblepot. Cobblepot. Du siehst müde aus, Kumpel. Hat dich alle gemacht, mich einzusperren. Das sehe ich. Auch dein Körper hält nur begrenzt was aus. Dich hinter Gittern zu sehen, ist mein Antrieb. Ich werde dir dein selbstgefälliges Lächeln schon aus dem Gesicht wischen. Wenn ich daran denke, dass dieser Kerl damals in Arkham City mein Erzfeind war. Ach, sieh mich nicht so an, Bats. Ja, ja. Mein Leben besteht nicht nur aus dir. Zumindest war es mal so. Rede weiter. Zellenbelegung 72%. Sieht doch gut aus. Ja. Wir haben aber bei null angefangen, ne? Naja, mit euch rede ich nicht. Ich hab's nicht nötig. Aber echt schön voll hier. Richtig schön voll hier. Two-Face sein, Leute. Milizsoldaten. Nochmal Two-Face. Schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal zum Uhrenturm. Wir haben nichts angerührt. Hey, was macht ihr da? Hä? Mann. Den neuen muss ich erstmal angucken. Warte, die Farbe ist schon anders, ja? Diese paar gelben Striche an den Seiten. Das ist neu, ja? Aber sonst gibt es nicht viele Veränderungen. Boah, und der Nachlader ist stärker auf jeden Fall. Oder mir kommt es so vor. Wer ist denn das jetzt hier? Ey. Was ist das jetzt hier? Ist es eine... Alter. Wo fährst du denn hin? Was ist das für eine Mission jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, oh, warum ich den jage. Da, friss. Ich habe euch umsonst gejagt, ihr Spinner. So, ach, hier habe ich doch mit den Riesenpanzer von Arkham Knight gekämpft. Stimmt. Sieht schon alles schöner aus. Ohne das Giftgas sieht es viel, viel schöner aus. So, jetzt. 218 Meter noch? Oh. Der Uhrenturm ist eine seiner Basen. Früher oder später kommt er hier vorbei. Nicht so, wenn ich schon mal hier bin. Ist nichts. Mach ich euch auch platt. Versteckst du dich da oben, Batman? Oh, ich verstecke mich nicht. So. Nein, erstmal die in weiß. Erstmal die in weiß. So. Eieiei. Es geht ja richtig ab hier. Oh, Mann.
So. Oh, der ladet erstmal seine Waffe. So, weißt du überhaupt noch, wo du hinschießt? Du schießt die ganze Zeit deinen Leuten an. Wer schießt denn die ganze Zeit? Der hier schießt doch die ganze Zeit, oder? Alter, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich echt aufpassen. Kann ich noch mit irgendwas schmeißen? Ein Moment. Komm mal her. So. So, jetzt bist du weg von den anderen. Oh! Nein! Jetzt schnell! Oh, ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Jetzt muss ich extrem aufpassen, das piept schon bei mir. Komm, jetzt mach ihn fertig. Wie lange dauert denn das? Ich muss diesen Kontrollpunkt ausschalten. Ja, das mache ich gleich. Wo muss ich hin? Da. Oh Mann, das waren echt schwere Gegner gerade. So. Jetzt machen wir die Hauptmission weiter. Sir, Ihr Angriff hat den neuen Kommandanten der Miliz alarmiert. Den Nachfolger des Arkham Knight. Was? Er ist von der streitlustigen Sorte und verlangt, über einen offenen Kanal mit Ihnen zu sprechen. Was? Geben wir ihm, was er will. Sehr wohl, Sir. Schön, dich wiederzusehen, Batman. Ist eine Weile her. Slade. Codename Deathstroke. Und ich habe einen Auftrag. Nun, wie ich mich erinnere, sagtest du mal, ich mache dir keine Angst. Aber unser gemeinsamer Freund, der Arkham Knight, der denkt anders. Er kam zu mir, sagte, ich wäre der zäheste Bastard, gegen den du je gekämpft hast. Der Knight ist fort, Slade. Du bist ein Söldner ohne Job. Nicht ganz. Ich habe meine Bezahlung diesmal im Voraus bekommen, was mich als Profi verpflichtet, den Job abzuschließen. Okay. Dann schauen wir mal. Da ist er. Ihm nach. Sag gute Nacht, Batman. Aus dir machen wir Hackfleisch. Jetzt kommen die angelaufen. Sorry, Jungs. Aber meine Energie ist nicht so gut. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass meine Energie sich wieder aufladet, bevor ich weitermache. Warum ladet sich meine Energie nicht weiter auf? Oder wieder auf? Ändert sich da was, wenn ich... Okay, wir machen bei ein oder zwei Ausschreitungen mit, aber nicht mehr. Ja. Ich muss morgen auf die Kinder aufpassen. Ich habe jetzt das Problem, dass meine Energie sich nicht wieder aufladet. Bringt das was, wenn ich eine andere Mission anwähle vielleicht erstmal? Nicht, weil ich Lust habe, sondern weil ich es muss. Einfach mal irgendeine Mission. Ist ja auch scheißegal jetzt welche. Mr. Elliot wird im Moin Tower festgehalten, Sir. Er wird... Azrael wartet auf dem Dach gegenüber vom Gothcorp-Gebäude auf seinen nächsten Test. Er ist stark, er ist schnell, aber ist er gut genug? Also, machen wir mal eine Azrael. Ich verstehe von dem Kram hier überhaupt nichts. Nee, ich habe keine Lust auf Azrael. Ich mache jetzt einfach die Hauptmission weiter. So. Da wollten mich jetzt einige angreifen. Aber nix da.
Also ich habe jetzt ein Problem und zwar... Nee, ich habe kein Problem. Moment mal. Nein, nicht da rein. Jetzt fängt es schon wieder an, dass ich die falschen Knöpfe drücke. Unterbrecher brauche ich. Einmal Duck. Ich hasse Computer. Ach, da hinten ist noch einer. Duck. Ist da noch einer? Das sind zwei, oder? Also, wie schalte ich den am besten aus? Also, seine Waffe klemmt. Jetzt muss ich zusehen, dass ich schnell zu ihm komme. Schnell, bevor er seine Waffe wieder hinkriegt. Schade, dass ich die nicht runterschmeißen kann. So. Gucke ich kurz mal. Okay. Mehrere Wege da reinzukommen. Entweder einfach durch die Tür. Obwohl die Tür ist, glaube ich, geschlossen. Ich fliege da jetzt einfach mal rein. Wow. Was ist denn das jetzt hier? Warum konnte ich da nicht rein? Das riskiere ich jetzt nicht. Nee, dann gehe ich doch diesen Weg. Wie die Motte zum Licht. Ist ja noch mehr als nur einer. Nee, da ist nur hier der eine. Jetzt muss ich gucken, ob noch andere herkommen. Der eine da unten, der ist gefährlich, aber bis der herkommt, kann ich vielleicht hier rumdrücken und rummachen. Hey, was ist denn jetzt? Hallo? Jetzt kommt er her. Ich sollte mich lieber verstecken. Privilegiert Männer. Die Angstmechanismen des Gehirns entwickelten sich als Reaktion auf Raubtiere, die uns im Dunkeln jagten. Kommt der jetzt her oder kommt der nicht her? Nur doch, der kommt her. Prüfungen beschwören die Ängste unserer Vorfahren so herauf. Jetzt werde er den am Boden liegen sehen und wird hergerannt kommen. Kann ich beide auf einmal ausschalten? So ist mein Plan. So. Aber die anderen haben es bestimmt gehört. Ja. Na klar hat er es gehört. Ey, wehe, du wächst ihn wieder auf. Jetzt guck ich mal kurz, ob andere kommen. Tatsächlich, da kommen andere. In dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Eure Muskeln sind angespannt in Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Das Blut ist aus eurer Haut entwichen, um wichtigere Funktionen zu erfüllen. Vielleicht habt ihr ihn. Komm mal ein bisschen näher. Den kalten Hauch der Angst. Ey, ihr Spinner, kommt mal ein bisschen näher. Dann kann ich euch alle auf einmal ausschalten. Ey, was schmeißt denn der da rein? Ach du Scheiße. Wow. Wow, das brennt gerade da unten alles, oder? Da kann ich nicht hin. Und dem mit der Minigun, da sollte ich lieber... Wirst du feststellen, dass die erhöhte synaptische Plastizität... Ach du Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Jetzt schmeißt er da wieder rein, was? Irgendwas. Das sind pure, perfekte Erinnerungen. Kristallisierte Momente der Angst. Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Echt? Nichts. Das gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht? Alles gut, wir haben die Kontrolle. Keine Panik. Das ging nochmal gut. Eure Hirne werden sich in einen Modus. Oh, hat er mich nicht gesehen? Der müsste mich eigentlich gesehen haben. Der müsste mich eigentlich gesehen haben. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch.
Es brennt. Hier ist ein Mann am Boden. Helft ihm. Ich habe eine Fledermaus am Zugseil. Es hört doch auf, die anderen zu rufen. Na ja, die kommen auch noch. Muss ich mich da irgendwo reinhacken? Nee. Reißt euch zusammen. Denkt an euren... Kann ich da irgendwas... Solange er beschäftigt ist, folgt er meinem Befehl nicht. Okay. Der ist beschäftigt. Also wo ist denn der mit der Minigun? Wenn der weg ist, kann ich raus. Der ist draußen. Oh. Nix Granate. Scheiße, weg, 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 weg. Wow. Alter, du blöder Wichser. Komm mal etwas näher. Da unten ist was. Ja, komm mal her. Da ist nichts. Da ist was, komm her. Ich hab keinen Bock mehr. Mann, das dauert mir alles zu lange. Natürlich kommt der angerannt. Ist dir klar. Den einen noch, dann könnte ich eigentlich den mit der Minigun mal bekämpfen. Sieh dir das an. Er schaltet uns der Reihe nach raus. Wir dürfen nicht noch mehr Männer töten. Ja. Jetzt keine Panik. Wir haben keine Chance. Keine Lass Panik, ihn. Wir Mann. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Jetzt komm mal her. Wenn der jetzt, wenn der Typ mit der Minigun herkommt, bin ich am Arsch. Scheiße. Oh. Die sind jedes Mal gefährlich. Also jetzt nochmal weg. Oh. Das war aber ein fetter Kopfstoß, ey. Kommt da jemand? Aber tatsächlich, das hat ja kein Ende mehr. Obwohl, ich könnte mich jetzt eigentlich stellen. Das ist der Letzte, oder was? Sieh sie dir an, Batman. Keine Angst vor dir. Wie sie vor Angst zittern vor der Kreatur, die aus der Nacht... Damn! Genauso gefällt dir dein, bist du stolz darauf. Kommt da noch jemand? Was du sie degradiert hast. Zu heulen, wenn man Erfahrungspunkte kriegt. Bloßgestellt durch deine Angriffe. Genau das Gleiche werde ich mit dir anstellen. Noch bevor die Nacht zu Ende ist, werde ich alle Schichten Batmans abtragen. Ja, ist klar. Nein. Kann ich mich hier irgendwie reinhacken? Die Server können wieder hochgefahren werden. Die Kontrollkonsole ist im obersten Stock. Obersten Stock. Wie komme ich jetzt? Einfach hochgleiten lassen, oder? Also, ein Greifhaken natürlich. Halt. Batman, was willst du da in der Ecke, Mann? Also gehen wir mal hoch. Muss ich bestimmt hier wieder rein, oder was? Ja. Dem Batman zu helfen hat seinen Preis. So. Wie sie dank dieser Uhrenturm abriegeln. Autorisierung Batman. Hm. Was passiert jetzt? Das war's? Dann gehen wir mal raus. Wenn es nur das war. Sind da neue Gegner dazugekommen jetzt? Alter, was machst denn du da? Hm?
irgendwie will Batman nicht das, was ich will. Hüpft die ganze Zeit irgendwie hin und her. Aber das passt schon gerade. Und das ist nichts. Da ist mein Panzer. Was ist denn das da hinten? Das ist nochmal ein Checkpoint. Ach, hier sind die ganzen Checkpoints. Ich muss mal gucken, wo wir in der Nähe sind. Chinatown? Blake-Insel? Da vorne, okay. Ich lasse mich mal nur ganz kurz blicken, dass er das, ja, genau den Ort einfach mal speichert. Genau, jetzt hat er es gespeichert, dass ich das wieder finde. Nicht, weil ich da jetzt unbedingt hin wollte. Also Batman, jetzt Spaß mal beiseite. Mach mal weiter, komm. Da könnte ich rein. Ich muss nach oben, da wo ich eben gerade auch war. Ja, aber das Problem ist, der wollte nicht. Ich schaue mich mal etwas unten rum. Vielleicht gibt es da irgendeine Info. Auf jeden Fall gibt es da ein Lasergerät. Diese Scheiße hier. Nichts Wichtiges halt. Ich dachte, vielleicht gibt es hier irgendwas zum Sammeln. Obwohl, außer der Riddler-Trophäe wird es nichts mehr zum Sammeln geben. Hoch, hoch, hoch. Oh Mann, sieht das aber brutal aus hier. So, benutzen wir das mal. Oracle, der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind, aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst. In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Aha. Lamm auf der Schlachtbank. Was ist denn das für ein... Nochmal eine neue Mission. Aber das ist nur eine Mission. Fallzusammenfassung. Untersuche die Lady of Gotham. Halt, halt, ich wollte doch lesen. Gotham und bring Jack Ryders in Sicherheit. Jack Ryder. Ja, ist das jetzt gewählt? Halt. Ich muss die blöde Mission nochmal anwählen. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Okay. Ich sollte ihn finden. Ab in mein auch Batmobil. Wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Da drin bin ich sicher. Halt. Wo geht's denn da hin? Was ist denn das hier? Huch. Wo bin ich denn da reingefahren? Hä? Ach, da vorne. Okay, mit Vollgas. Mit Vollgas. Einen Moment. Sind da irgendwelche, die ich bekämpfen muss? Ich bin da irgendwo reingeflogen gerade. Wer wagt, das Ritual zu stören? Hey, du Psycho. Batman, bist du das? Hol mich hier raus. Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Hm. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlagt ihn sofort. Ach du Scheiße. Schnell, ich zeig dir das Ritual, rückt her! Die ganzen Wände sind ja aus Strom.
Verdammt! Es muss alles schneller gehen. Bin ich los, du verdammter Irre! Alter. Ihr habt noch knapp 2 Minuten und 20 Sekunden. Müsste normalerweise machbar sein. Wenn nicht immer diese Verrückten mit dem Messer da wären. So. Machen wir ein bisschen Rauch. So, was willst denn du, ja? Mann, die sehen ja richtig kaputt aus, diese Menschen. Wenn es überhaupt Menschen sind. Feiglinge, allesamt. Ihnen mangelte es an Glauben, Batman. Mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Sieh, wie die Klinge seine Kehle durch. Ryder darf hier nicht geopfert werden. Ja, wie komme ich hier raus? Verdammt. Ich habe da eine Idee. Distanzstromladung? Kind, dein Schreien wird keine Früchte tragen. Sieh nur, finsterer Dämon. Aber die kann ich ausschalten irgendwie. So. Geschafft. Den Himmel teilen und seine Herrlichkeit preisgeben. Nimm dich, mein. Oh, ich hab's noch geschafft. Da waren circa noch 8 Sekunden. Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen kannst. Ich werde noch da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Ja. Spar dir deine Reden. Haben vor dir auch viele gesagt. Nicht schneller? Kleiner Scherz. Das riecht nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Halt die Fresse, Mann. Meine eigene Show. Und der erste Gast? Wie wär's? Der echte Batman. Deine Story. Ich nehme dich mit zum GCPD. Das ist doch der Typ, der im GCPD seinen eigenen Raum hatte. Und sich auch selbst aufgenommen hat. Oder eine Kamera vor sich hatte. Der verrückte Angeber. Cool, kann ich jetzt auch den steuern? Das wäre ja mal richtig geil. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht zu sehr, mich zu sehen. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Batsy? Weil ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für ja, die... Ja, ja, ja. Ah, wir haben wieder 13 Punkte. Wieder schön Punkte gesammelt. Der Kult. Da haben wir jemanden wieder erwischt, ne? Salzsäure im Weihwasser. Das war vielleicht eine Taufe. Jetzt haben wir wieder eine Mission gelöst. Scarecrow. Alfred, ich muss zurück zum GCPD. Oracle hat vielleicht eine Spur, wohin Scarecrow Jim gebracht hat. Mit Zugriff auf die Computer des Uhrenturms wird sie das zweifellos, Sir. Wie viele Meter noch? Hallo? Ach, da hinten ist es schon. Da hinten ist es doch schon. Warte mal, wo ist denn das? Da vorne. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Ich sehe da gerade einen Panzer durchfahren. Also der entwischt mir jetzt nicht. Sorry, aber das muss ich mitnehmen. So. GCPD kann warten. Wenn ich die jetzt schon... Ah, jetzt geh vor, ja. So. Ah, ich hab die Wand mitgenommen. Ja, ich hab doch was abgefeuert. Warum hat's nicht geklappt? Jetzt. Tschüss. Oder jetzt tschüss. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du alleine. Jetzt bist du alleine, ja. Blöder Spinner.
Erwischt. Ey, wo gehst denn du hin? Vor Verzweiflung. Jetzt ramme ich dich mal, wenn ich überhaupt rankomme. Wie schnell ist denn der? Einmal noch, oder? Nee. Jetzt! Bam, Baby! Die Miliz musste einen weiteren Schlag einstecken. Okay. Jetzt fehle ich nochmal die Hauptmission. Alfred, du musst zurück zum GCPD. Oracle hat vielleicht eine Spur, wohin Scarecrow Jim gebracht hat. Mit Zugriff auf die Computer des Uhrenturms wird sie das zweifellos hören. Das mit dem Fahren geht auch schon besser. Am Anfang war es ja richtig schlimm. Aber ich hab's langsam drauf, ja. So, schauen wir mal jetzt, was sie zu sagen hat. Scarecrow sollte einfach aufgeben, Mann. Der besiegt dich ohnehin nicht. Niemals. Uiuiui. Wo ist denn der Verrückte von ihm gerade? Du hast bloß so lange überlebt, weil er das so möchte. Wo ist denn der Verrückte von ihm gerade? Du weißt es bloß nicht. 78%? Den haben wir gerettet, den komischen da drin. Mal schauen, ob der was dazu sagt. Sich bedankt nochmal. Du hattest Glück, Ryder. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich meine, ich hatte alles unter Kontrolle. Das gehörte alles dazu. Du weißt schon, nah dran und persönlich. Nächstes Mal lasse ich dich da. Süß. Mit wem würdest du ohne mich reden? Sei gewarnt. Ich rette dich heute Nacht nicht nochmal. Was, das? Absolut sauber. Queen Industries hat letzte Woche ein neues Unternehmen gegründet, Q-Core. Ich schreibe einen Artikel über den Besitzer. Messerscharfe Recherche. Sicher. Ich schicke dir eine Kopie zu. Oh je. Der ist ja komplett kaputt, der Typ. Ach, das sind die Typen von ihm gerade. Okay. Ja. Nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich rein. So. Die war doch hier drin, oder? Komm, bete mit mir, kleiner Mann. Gott liebt all seine Schäfchen, egal wie hässlich sie sind. Was? Sag mir Bescheid, ob sich das Beten für dich auszahlt. Was laberst denn du? Ich wollte zu Barbara. Wo ist denn die? Ach, da hinten war sie. Hi, Kleine. Klasse, du bist hier. Scarecrows Heli ist raus aufs Meer und dann nach Norden. Ich wollte die Route genauer bestimmen, aber die Daten sind beschädigt. Sie haben eine Menge Schaden angerichtet. Wow. Was war das? Ärger. Ach du Scheiße. Tapfere Polizisten Gothams, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr seid nicht sicher. Ihr seid ohne Schutz. Batman wird euch nicht retten. Das ist der Anfang vom Ende für dich, dunkler Ritter. Wir werden ja sehen. Der Batcomputer ist wieder online, Batman. Ich tue, was ich kann. Ach du Scheiße. Nicht, dass die ganzen Verrückten jetzt wieder hier rauskommen. Muss ich da lang? Warum zielen die alle hier hin? Ich sollte mich lieber beeilen. Ah, darüber springen geht nicht. Keine Angst. Wenn ich in meinem Panzer bin, jetzt da 79%. Eben gerade statt 78%. Warum sich da 1% geändert hat, nur weil ich mit Barbara geredet habe? Richtet eure Waffen immer auf die Tür. Wir starten hier nicht. Wir sind so weit gekommen. Zeigen wir ihnen, was es heißt, beim GCPD zu sein. Cash, alles abriegeln. Sofort. Ach du Scheiße! Soll ich jetzt mit denen kämpfen, oder was? Ich muss verhindern, dass die Milizen in die Zellen einbrechen. So. Wenn ich jetzt aussteige, müssen wieder alle kommen, oder?
Kommt aus euren Löchern! Wo sind die denn? Die sind doch hier lang gelaufen, oder? Das war der letzte. Cash, öffnen Sie die Rolltore. Ich versuch's, Batman. Der Strom ist weg. Das war's. Die werden das Gebäude auseinandernehmen. Batman, dem Bauplan zufolge ist ein Generator außerhalb des Gebäudes. Los!